Hossa Internet hereinspaziert bei den NGGs. Endlich Wochenende. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für uns war die Woche schon ganz schön stressig, denn wir bereiten ja hinter den Kulissen schon alles vor für den großen offiziellen Gamescom-Livestream. Und da war einiges zu tun. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr auf ein Wochenende, mal ein bisschen was zu zocken, um wieder runterzukommen. Wir haben einen Haufen kostenlosen Spiel dieses Mal dabei. Könnte neuer Rekord sein. Das gibt's aber später in der Sendung. Jetzt geht's erstmal los mit den Highlights der letzten Woche. Es passiert nicht häufig, dass ein Spiel gleich mehrere Mitglieder des Teams so begeistert, wie Hades es getan hat. Für die einen war es die rasante Action, für die anderen das packende Gameplay und für wieder den nächsten die spannende Story, die einen doch immer und immer wieder dazu getrieben hat, den nächsten Run zu versuchen. Jetzt ist das Roguelike-Highlight, das die Geschichte des jungen Gottes Zagreus beim Versuch der Unterwelt und seinem Vater zu entkommen erzählt, auch auf PlayStation und Xbox verfügbar. Wenn ihr also den Tipp der Redaktion sucht, noch einiger werden wir uns wohl über ein Spiel nie werden. Von der Brücke eines futuristischen Flugzeugträgers aus schickt ihr in Carrier Command 2 Luft- und Bodeneinheiten in den Kampf gegen die Truppen der KI oder andere Spieler. Dabei könnt ihr zwar jederzeit auch direkt die Steuerung der Einheiten übernehmen, letztlich hängt der Sieg aber davon ab, ob ihr auch die taktische Gesamtsituation gut im Auge behalten könnt. Das Spiel, die Fortsetzung eines Retro-Klassikers aus den 80er Jahren, wurde diese Woche zu einem etwas überraschend hohen Preis von 42 Euro veröffentlicht. Aktuell gibt es aber einen Rabatt. Und es gibt auch schon den ersten Patch, denn auch wenn die Spielerfahrung ein sehr ungewöhnliches Erlebnis bietet, das wir an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen können, sorgen ein paar Kinderkrankheiten zum Start derzeit noch für etwas Unmut bei den ersten Spielern. Der Überraschungsrelease der vergangenen Woche war Axiom Verge 2, aber als positive Überraschung, denn die Fortsetzung zum Geheimtipp Axiom Verge von Thomas Happ kommt mit aktuell 83 Punkten im Metacritic-Durchschnitt hervorragend an. Wie schon in Teil 1 sollte ihr Metroidvania eine geheimnisvolle Parallelwelt erforschen, diesmal aber als die neue Protagonistin Indra. Zahlreiche neue Fähigkeiten, Gameplay-Mechaniken und Charaktere machen die Fortsetzung sowohl für Fans des Vorgängers als auch jeden anderen Fan des Genres zu einem empfehlenswerten Trip. Damit richten wir unseren Blick in die Zukunft, denn jetzt kommen die Releases der kommenden Tage, wo auch ein paar coole Spiele mit dabei sind. Road 96 nimmt uns mit auf einen Roadtrip, den wir so schnell nicht vergessen sollen. Im Adventure von den Machern von Valiant Hearts versuchen wir, einem Regime zu entkommen, und zwar per Anhalter. Unterwegs lernen wir jede Menge spannende, seltsame und schlichtweg besorgniserregende Figuren kennen, mit denen wir das Auto und einen kleinen Teil unseres Weges teilen. Die prozedurale Story, die von Filmemachern wie Tarantino und den Coen-Brüdern inspiriert wurde, soll so viele Entscheidungsmöglichkeiten bieten, dass jede Route ihren ganz eigenen Charme entfaltet. Greek Memories of Azure ist eine optische und spielerische Mischung aus Hollow Knight und Child of Light mit einer kleinen Prise Trine. Im handgezeichneten Sidescroller übernehmen wir die Rolle von drei Geschwistern, die sich gemeinsam durch das geheimnisvolle Azure kämpfen. Und hier kommt die Prise Trine ins Spiel. Jedes der Geschwisterchen hat nämlich seine eigenen Fähigkeiten und nur wenn wir klug zwischen allen wechseln, kommen wir weiter. Habt ihr euch schon mal gedacht, die Geschichte der Menschheit hätte ich aber anders geregelt, dann könnte Humankind was für euch sein. Das 4X-Strategiespiel spielt sich nämlich so ähnlich wie die Civilization-Reihe und lässt uns 6 große Zeitalter unserer Geschichte neu erleben. Dabei entscheiden wir, wie sich die Zivilisation ausbreitet, sich Städte entwickeln oder Militär eingesetzt wird. Zu Beginn jedes Zeitalters wählen wir aus 10 unterschiedlichen, auf historischen Gesellschaften basierenden Zivilisationen, die uns jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile gewähren. Wie die sich entwickeln und unter anderem auch mit den am Anfang jedes Spiels zufällig generierten anderen Gemeinschaften klarkommen, liegt dann an uns. Das Leben eines Umzugskartons ist meistens ziemlich langweilig. Entweder wird man zusammengebaut, bepackt, entpackt und weitergegeben, oder man steht die nächsten 3 Jahre nach dem Umzug in einer schlecht einsehbaren Ecke, weil der Besitzer nicht weiß, ob er seine gesammelten CDs aus dem Jahre 2000 nicht vielleicht doch mal anhören möchte. Das Leben der Kartons in Pile-Up, Box by Box, ist da schon spannender.
Im Einzelspieler-, Bildschirm-Koop- oder Online-PvP-Modus geht es darum, Rätsel zu lösen und Welten zu bereisen und sogar Feinde zu bekämpfen. Und all das mit der Macht der Freundschaft und recycelter Pappe. Die Motorradsimulation Rims Racing will besonders mit realistischem, herausforderndem Gameplay glänzen. Abgesehen vom Fahren, das durch Datenanalyse in Echtzeit unterstützt wird, bietet auch die Garage viele Möglichkeiten, die Maschine zu pflegen und zu verbessern. Dank enger Zusammenarbeit mit den Herstellern sollen die Maschinen besonders detailgetreu animiert sein. Ob ihr euch für das richtige Bike entschieden habt, könnt ihr auf 10 originalen Strecken, unter anderem Silverstone, Laguna Seca, Suzuka oder dem Nürburgring testen. Recompile ist ein Hack-Adventure, also eigentlich ein Hack-Adventure, also nicht wie Hack an der Fleischtheke, sondern wie in Hacking am Computer. Allerdings spielen wir keinen klischeebehafteten Hacker mit Kapuzenpullover und Sonnenbrille, sondern eine KI, die vor ihrer Löschung flüchtet. Die gesamte Geschichte spielt in nur einer Sekunde echter Zeit, lässt uns in der Zeit aber kämpfen, knifflige Plattformrätsel lösen und die Hack-Mechanik austricksen. Von 12 Minutes habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist dieses Adventure, bei dem ihr die letzten 12 Minuten erlebt, die ein Pärchen in trauter Zweisamkeit verbringt, bevor ein Kriminalpolizist in die Wohnung einbricht, unsere Frau des Mordes bezichtigt und uns zu Tode prügelt. Was ist passiert? Warum ist es passiert? Das herauszufinden ist das Ziel des Spiels, das uns die gleiche Zeitschleife immer wieder durchlaufen lässt, damit wir Hinweise sammeln, die Situation manipulieren und vielleicht sogar unsere Frau und uns selbst retten können. Ein bisschen wie The Sexy Brutale, nur in einem Raum und mit den Stimmen von Willem Dafoe, James McAvoy und Daisy Ridley. Synthetic 2 ist ein Shooter, in dem wir uns aus isometrischer Perspektive durch zahlreiche unerbittliche Maschinenlegionen kämpfen. Im Spiel werden hunderte von Talente, Charakter- und Waffen-Upgrades versprochen, die uns helfen sollen, die knackigen Bosskämpfe zu bestehen. Ghost of Tsushima, das Action-Adventure, in dem wir in der Rolle von Jin Sakai seine Insel von einem Mongolenheer befreien sollen, ist bereits 2020 erschienen. Der Director's Cut bringt neben dem Director's Commentary auch den Online-Koop-Modus Legends und die Insel Iki-Erweiterung. Wer das Spiel bereits hat, kann die Version ab Erscheinungstag für 30 Euro upgraden. Die Madden NFL-Serie erscheint genau wie FIFA jedes Jahr mit einem aktualisierten Roster. Hier geht es aber nicht um Fußball, sondern um American Football. Spannend, zum ersten Mal seit 12 Jahren zieren gleich zwei MVPs das Cover. Patrick Mahomes, Quarterback bei den Kansas City Chiefs und Tom Brady, Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers. Ich habe es eingangs schon erwähnt, das könnte ein neuer Rekord an maximalen, gleichzeitig verfügbaren, kostenlosen Spielen an einem Wochenende sein. Jede Menge gutes Zeug dabei, den Überblick gibt es jetzt und da erkläre ich euch auch dann, welches von diesen Spielen nur kurzzeitig kostenlos ist und was ihr dauerhaft behalten könnt. Auf Steam gibt es an diesem Wochenende Gratis-Spielzeit mit PUBG Battlegrounds, dem Spiel, das früher mal PUBG hieß und nur einmal Battlegrounds im Namen hatte. Noch bis zum 16. August könnt ihr den Battle-Royale-Shooter kostenlos spielen. Gerüchten zufolge könnte der Publisher Krafton das Spiel aber in Zukunft auch dauerhaft auf Free-to-Play umstellen. Aber warum das Risiko eingehen, wenn ihr es für die nächsten Tage gratis testen könnt? Und weiter geht's mit Gratis-Spielzeit auf Steam, diesmal in Battlefield 4. Den Multiplayer-Shooter mit Solo-Kampagne könnt ihr noch bis einschließlich Sonntag gratis spielen, danach müsst ihr ihn aber kaufen, um weiter zu zocken. Weiterhin gibt's übrigens Teil 5 als Teil des Amazon Prime Gaming-Angebots für Prime-Mitglieder kostenlos. Zur Feier der Ankündigung von Teil 2 dürft ihr ebenfalls bis Sonntag auf Steam das Strategiespiel Frostpunk kostenlos spielen. Darin dürft ihr eine Kolonie im ewigen Eis aufbauen und müsst nicht nur Hunger und Kälte, sondern auch Aufruhr in der Bevölkerung in den Griff bekommen. Im GameStar-Test gab es damals satte 89 Punkte. Vorbesteller von Diablo 2 Resurrected dürfen an diesem Wochenende in den Early Access Beta-Test starten und dann auch mit Paladin und Druide, den zwei zusätzlichen Klassen seit der Technical Alpha, die Akte 1 und 2 spielen. Erst ein Wochenende später, am 20. August, sind dann in der Open Beta wirklich alle kostenlos dran. Genauso war es auch bei Back 4 Blood, da beginnt aber jetzt die Open Beta. Auf PC, PlayStation und Xbox könnt ihr alleine oder im Crossplay zwei Akte der Kampagne und den Swarm vs. Modus spielen.
Die Open Beta dauert noch bis zum 16. August. Bis zum Release des Spiels am 12. Oktober wird euer Fortschritt aber wieder zurückgesetzt. Mehr zu unseren Eindrücken gibt's übrigens hier im Video. Der Epic Games Store verschenkt euch diese Woche das Weltraum-Action-Spiel Rebel Galaxy. Anders als in der Fortsetzung Rebel Galaxy Outlaws steuert ihr darin keine flinken Jäger, sondern größere und trägere Kampfschiffe und liefert euch mit denen eine Art Seeschlacht im Weltall. Trotz 3D-Grafik finden Gefechte nämlich auf einer 2D-Ebene statt und ihr versucht euren Feinden möglichst eine volle Breitseite mitzugeben. Abseits der Kämpfe erkundet ihr das prozedural generierte Weltall und verdingt euch da als Schmuggler. Noch bis zum 19. August könnt ihr Rebel Galaxy eurem Account hinzufügen, um es für immer zu behalten. Auf GOG.com und Origin gibt's dieses Wochenende gleich mehrere PC-Spiele-Klassiker dauerhaft geschenkt. Zum ersten den Echtzeit-Taktik-Hit Syndicate von Bullfrog, in dem ihr mit Cyborg-Agenten Konkurrenz-Corporations ausschalten sollt, um selbst über die Cyberpunk-Zukunft des Jahres 2096 zu herrschen. Die Fortsetzung Syndicate Wars ist übrigens bei GOG.com kostenlos verfügbar. Außerdem gibt's auch die beiden Rollenspielmeisterwerke Ultima Underworld 1 und 2 von Looking Glass Studios sowohl bei Origin als auch bei GOG.com. Darin erkundet ihr in Ego-Perspektive finstere Fantasy-Kerker und müsst als tugendhafter Held Avatar den fiesen Guardian und seine Schergen bezwingen. Auf Steam ist dafür dieses Wochenende Zahltag ohne Zahltag, denn Payday 2 dürft ihr noch bis einschließlich 15. August kostenlos spielen. Danach müsst ihr den Koop-Shooter aber kaufen, wenn ihr weiter klauen und Banken ausrauben wollt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber so. Und damit sind wir ja schon wieder durch mit den NGGs für diese Woche. Wir spielen dieses Wochenende verschiedene Dinge. Natascha zum Beispiel guckt nochmal in Overcooked 2 rein. Das war gar nicht beabsichtigt, aber mega Wortwitz. Maurice wird weiter die Early Access Beta von Diablo 2 Resurrected spielen. Und ich spiele was, was noch geheim ist. Das werdet ihr aber dann demnächst im Rahmen der Gamescom erfahren. Euch jetzt ein schönes Wochenende. Schaut gerne auch in unsere anderen Videos rein, die wir hier irgendwo angeordnet haben. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, weiterspielen.